Neu im Heidelberger Touristikangebot, das Kinderhotel im Schweizer Hof. Anreise ab 17 Uhr heute Nacht ist komplett ausgebucht. Das Haus hat einen tadellosen Ruf. Die Angebote sind interessant und es ist ohne Eltern. Kein langes Einchecken in der Lobby. Der Spaß beginnt sofort und das Hotelmanagement will nicht nur Kinder glücklich machen. Dass ich einfach auch mal mich mit Freunden treffen kann, ohne dass ich für 5-6 Stunden mir einen teuren Babysitter auch leisten muss. Das Kinderhotel im Mehrgenerationenhaus Schweizer Hof hilft vor allem Alleinerziehenden und Berufstätigen. Und es hat sogar schon Stammgäste. Ich bin das vierte Mal da. Ich bin der Peter und bin 8 Jahre alt. Und ich bin so oft hier, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viele Mal ich hier war. Das Unterhaltungsprogramm für die Hotelgäste beginnt heute mit einer Schatzsuche in den Außenanlagen des Resorts. Jede Übernachtung hat ein Motto. Diesmal dreht sich alles um die Welten des Universums. Welche Wissenschaft erforscht die Sterne und Planeten im Weltall? Geschafft. Alle Fragen richtig beantwortet. Der Schatz ist gehoben. Auf dem Spielplatz in der Dämmerung zu toben, ist etwas ganz Besonderes für die Kinder. Und dann noch Stockbrot am Lagerfeuer. Manche Stadtkinder machen das zum ersten Mal. Jetzt werden alle ruhiger und rücken näher zusammen. Hier treffen sich Kinder aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Integration fängt bei den Kindern an. Und geflüchtete Kinder haben genauso Lust auf Programm und Spaß im Kinderhotel. Und die Kinder lernen sich hier besser kennen und kommen gut miteinander klar. Im Kinderhotel gibt es keine Einzelzimmer. Dafür dürfen sich die Kinder aussuchen, wo sie ihren Schlafsack ausbreiten. Die meisten Gäste sind mit dem Angebot zufrieden. Weiß nicht, ich finde alles toll. Da finde ich immer neue Freunde und so. Wenn die Eltern das Kind irgendwie mal ärgern oder die sich mal gestritten haben, dass man dann hier übernachten kann. Das heißt auch eine Entdeckung, so ohne seine Eltern so irgendwo zu schlafen. Du hast noch nie von mir gehört, wundert sich Rettak. Schön wäre es, auf solch einem Wolkensofa in den Himmel zu fliegen. Und das gibt's in keinem anderen Hotel. Vorlesen, bis die Augen zufallen. Am nächsten Morgen sind alle noch ziemlich müde. Lange aufbleiben gehört im Kinderhotel eben dazu. Und das kommt an. Gut. Cool. Zimmerservice gibt's keinen. Die Kinder müssen selbst zusammenräumen. Dann kommen schon die ersten Eltern. Die meisten von ihnen sind so ausgeschlafen wie lange nicht. Ja, also meine Mama war noch da und ich habe für sie gekocht oder für uns. Dann haben wir noch ein bisschen Eishockey angeschaut. Nichts Besonderes, nichts Großartiges. Einfach, es ist schön, mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Im Kinderhotel klappt das für beide Seiten. Schade eigentlich, dass es nur jedes zweite Wochenende aufmacht.